Das Team der Dorfentwickler beschäftigt sich mit der Bevölkerungsentwicklung, der demografischen Entwicklung. Wir entwickeln Lösungen, die das Alter komprimieren. In 2021 waren 18,4 Millionen Menschen in unserem Land älter als 65 Jahre. Darunter befanden sich 6,1 Millionen über 80-Jährige. Das sind schon beeindruckende Zahlen. Zahlen, die in den nächsten Jahren noch erheblich steigen werden. Das Sozialsystem steht vor einer großen Herausforderung. Das kalendarische Alter ist relativ, das funktionale Alter entscheidet über unsere Lebensqualität. Wer rastet, der rostet. Da setzen wir an. Das Training der Kraft, der Ausdauer, der Koordination, des Gleichgewichtes stehen bei uns im Vordergrund. Beginnen und trainieren ist in jedem Alter möglich. Der Älteste im Gesundheitspunkt Saarburg ist 88 Jahre jung. Der Gesundheitspunkt ist eine moderne Einrichtung für Bewegung, Kommunikation und Beratung. Gesundheitspunkte ersetzen in Zukunft die immer mehr schwindenden Vereine und Stätten der Begegnung. Im Gesundheitspunkt geht es um die Selbstbestimmung, also um das selbstbestimmte Leben, dass wir möglichst lange alle unsere täglichen Alltagsgeschäfte eigenständig erleben können, dass wir Betreuung, Pflege verhindern, dass wir so lange wie möglich aktiv sind. Das ist das Ziel in dem Gesundheitspunkt. Hier trainieren wir die Kraft, die Ausdauer und die kognitiven Fähigkeiten. Frau Becker ist seit ca. 2 Jahren hier im Gesundheitspunkt und trainiert hier. Frau Becker, wie geht's Ihnen heute Morgen? Gut, geht's mir. Frau Becker, Ihnen geht's gut. Sie trainieren ja immer systematisch. Was machen Sie zurzeit? Jetzt war ich zuerst Fahrrad, dann nachher in diese Rückenbauch-Training. Ja, Rückenbauch-Training. Dann hier nach dem Entspannungstechnik da. Genau. Ja, dann hier mit dem, ich weiß nicht, das Gerät heißt. Ja, das ist für die Oberarm-Muskulatur. Ja. Und Sie sind sich jetzt am Warmfahren? Ja, zuerst Warmfahren. Die machen sich jetzt 10 Minuten warm. Ja. Und Sie trainieren ja auch hier an Video die Koordination. Ja, mache ich auch jedes Mal fast. Und ich beobachte Sie immer, wenn Sie hier Ihr Gleichgewicht trainieren. Ist besser. Wie war das am Anfang gewesen mit Ihrem Gleichgewicht? Ganz schlecht, überhaupt nicht. Ging das. Ja, Gleichgewicht hatten Sie Riesenprobleme. Ja. Und jetzt stehen Sie hier schon auf einem Bein. Ja. Und ich sehe auch immer, Sie bauen das regelmäßig in Ihren Trainingsablauf ein. Mache ich jedes Mal. Ja. Ja. Also Sie fühlen sich hier im Gesundheitspunkt wohl? Ja, wirklich. Ich komme sehr gerne. Das freut mich. Und hier haben wir ein Test- und Trainingsanalysegerät stehen. Und die Frau Becker wird uns jetzt einfach mal eine Koordinationsübung zeigen. Das ist ein Training des Gehirns, ist ein Demenzhemmer und ideal, um wirklich im Kopf fit zu bleiben. Frau Becker, bitte. Hier im Gesundheitspunkt macht jeder alles selbst von Anfang an. Das heißt, auch hier sind Geräte, die ganz modern zu bedienen sind, aber auch die Älteren, die über 80-Jährigen, haben nach einer gewissen Anlaufzeit keine Probleme, das alles eigenständig zu erledigen. Frau Becker macht jetzt hier Koordinationsübungen. Ich gehe einfach vor und stelle das Gerät entsprechend ein. Touchscreen, verschiedene Kacheln, Koordination, sie gibt ihre Daten ein. Ja, sie absolviert jetzt den Koordinationstest leicht. Hier bei der Koordination kommt es darauf an, auf den Rhythmus und die Reaktion. Das machen Sie sehr gut. Sie verstecken den kleinen Ball hinter dem großen, Sie folgen ihm. Sehr gut. Jetzt haben Sie den Fuß, jetzt versuchen Sie einfach mal. Der Fuß ist eine ganz schwierige Geschichte, das ist die Fußkoordination. Das hängt auch wiederum mit Gleichgewicht zusammen. Ja, das ist klar. Aber es funktioniert ja ganz gut. Sie sehen beim Rhythmus, Genauigkeit der Arme 55%, der Beine 36%, die Reaktion. In den grünen Bereich, das ist das Ziel. Aber das war schon ganz gut. Gesundheitspunkt Saarburg, Sie sind ja jetzt schon einige Zeit dabei. Der Gesundheitspunkt Saarburg ist ein visionäres Projekt. Hier trainieren Sie die Kraft, die Ausdauer und die kognitiven Fähigkeiten. Das heißt Agilität, Gleichgewicht und Koordination. Das heißt, es ist ein Gesamtpaket. Und Sie sind ja schon ein bisschen länger dabei. Wie fühlen Sie sich heute Morgen? Müde. Ich habe schon eine Stunde Training. Oh, super. Seit wann sind Sie denn am Ball? Seit 7 Uhr.
seit 7 Uhr, finde ich prima. Jo, da denke ich aber, dann sind Sie am Schluss Ihres Trainings angelangt. So sieht es aus jetzt. Können Sie kurz mal schildern, was Sie heute Morgen so ab 7 Uhr hier trainiert haben? Ich war auf der Beinpresse, ich war auf dem Bauchtrainer und war hier auf dem Gerät zum Ziehen. Man kann hier auch drücken und bin jetzt mit meinem Programm durch. Sie sind mit Ihrem Programm durch. Sind Sie mit dem Training hier zufrieden? Ja. Was haben Sie von der Entwicklung bei sich so ein bisschen festgestellt? Sie sind jetzt 4 Monate dabei. Ich habe an Muskelmasse zugepackt. Sie haben an Muskelmasse zugepackt? Ja. Wie sieht das mit Ihrer Gehfähigkeit aus? Sie haben ja früher mal, Sie haben mir erzählt, Sie sind Marathon gelaufen, Sie waren sportlich immer unterwegs gewesen. Ja, das ist schon eine sehr lange Zeit her und bin jetzt das Ganze wieder am Aufbauen. Ja, das finde ich doch prima. Wir treffen uns ja ab und zu auf dem Radweg, Sie sind auch mit dem E-Bike unterwegs und Sie fühlen sich wohl. Ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und ein Wort noch zur Regelmäßigkeit. Wie oft trainieren Sie hier? 2 bis 3 Mal die Woche. 2 bis 3 Mal die Woche, das finde ich also einen richtig guten Ansatz. Das ist auch letztendlich erforderlich. Ja, danke schön, Herr Kind. Moin, Herr Lutz, wie geht's Ihnen? Gut, Ihnen geht es mir immer gut, das ist doch ganz klar. Wie lange sind Sie jetzt hier im Gesundheitspunkt? 2 Monate. Sie sind seit 2 Monaten hier. Ja. Wie fühlen Sie sich hier? Fühlen Sie sich wohl? Ja, fühle ich mich wohl. Wie jung sind Sie, Herr Lutz? Ja, ich bin genau 80 Jahre. Sie also sind genau 81 Jahre. Okay, ich glaube nicht. Ja. Ja. Sie trainieren jetzt Ihre Oberschenkelmuskulatur und es geht auch darum, dass Sie die Beine jetzt hier selber anstellen. Mhm. Einfach die Beine mal umnehmen. Jawohl. Das sind die ersten Schwierigkeiten. Das hat am Anfang gar nicht so gut geklappt. Jetzt funktioniert es. Jetzt stellen wir die Beine noch etwas höher. Noch ein bisschen mehr. Jawohl. So ist das cool. Und jetzt fangen Sie ganz locker an, die Oberschenkelmuskulatur zu trainieren. Haben Sie bei sich schon ein bisschen Fortschritte festgestellt, seit Sie hier sind? Ja, ich fühle mich sicher an den Bordschenkelkanten. Ja. So, ja. Wir trainieren auch Fleischgewicht, was für Sie ganz wichtig ist. Ja, das kann ich auch gebrauchen, Fleischgewicht. Genau, Gehfähigkeit. Treppen aufsteigen oder sowas. Treppen aufsteigen, die ganz einfachen Dinge. Ja, genau. Die machen wir immer Schwierigkeiten. Einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen. Jawohl. Sie machen jetzt 3x15 Wiederholungen. Mhm. Bei der 15 Wiederholung machen Sie die Beine nochmal runter, lockern die Beine etwas, ausschütteln, kleine Pause und dann geht's nochmal. Wie geht's Ihnen? Gut. Ihnen geht's gut? Ja, Sie waren ja in der Demenzbetreuung aktiv gewesen. Ja. Sie haben sich immer sehr stark engagiert. Mhm. Bin ich eigentlich immer noch, aber nur eingeschränkt eben durch Corona. Durch Corona. Und ich muss mich bei Ihnen ja auch bedanken. Sie haben viele hier geworben, in den Gesundheitspunkt zu kommen, was für Ihre Fitness zu tun. Und Sie selbst sind ja überzeugt. Oh ja, und ich hier gebracht habe auch. Ne? Die sind auch überzeugt. Kommen ja immer wieder. Ja, und ich wundere mich halt nur, Sie sind auf dem Grosser, das ist ja an sich ein sehr schweres Trainingsgerät. Habe ich im Fernsehen gesehen, dass der Grosser das beste Gerät ist für TÜV. Ah, sehr ja. Schön, das ist ja prima. Da war jetzt mein Gehschritt mal direkt hier hin. Ja, das ist einfach für die Kraft, für die Ausdauer, ja, auch für auch die Koordination. Das kommt ja so ein bisschen so raus. Ist es, Sie arbeiten mit den Armen und den Beinen, ein ganz effektives Trainingsgerät. Mhm. Und ich wundere mich ja, dass Sie das gewagt haben, hier drauf zu gehen, in Ihrem jugendlichen Alter. Wie jung sind Sie? Muss das sein? Boah. Ich werde 82. Ja, das ist natürlich noch toll. Also, Sie sind 82 Jahre jung. Sie sind ein Beispiel für viele, dass Alter relativ ist. Danke Ihnen. Mhm.